was sagst du zu Tims Wettkampfplänen in den USA? Tim macht New York mit, wird schwer. Da macht natürlich Nick Walker mit. Echt? Ja, den würde er nicht schlagen. Der müsste schon extrem die Form verkacken. Und dann, was noch viel schlimmer ist, der hat halt auch wenig getrunken. Ich habe den so wenig trinken sehen, der hat den ganzen Tag geschwitzt. In dem Moment, wo die eine Seite abgerissen ist, kommt ja dieser kleine Moment. Ich glaube nicht, dass es eine bessere oder eine schlechtere Zeit gibt. Viele schwören darauf und sagen, ja, mein Rhythmus, bla bla bla. Also 150 Gramm Magerquark, das ist ja eine Kinderportion. Das isst ja meine Tochter abends. Hallo und herzlich, ach, in die Kamera muss ich gucken. Oh Mann, ey, das Video geht los, schon den ersten Fehler gemacht. Ach, Anfänger. So werden wir nie Profi-Influencer, Justin. Herzlich willkommen zu diesem neuen Frage- und Antwort-Video. Und ich will gar nicht so lange vorab labern, vielleicht nur zwei Sachen. Punkt Nummer eins, wenn ihr Fragen habt, wir sammeln die ja immer so ein bisschen von Instagram, von YouTube, aus meinem Coaching. Wenn ihr Fragen habt, dann gerne auch direkt hier unter das Video schreiben. Ich bin immer so, ich denke mir immer so, ah, die Frage ist gut und dann schreibe ich sie mir aber nicht auf und dann fange ich irgendwann an und suche die Frage und finde sie nicht mehr. Das ist natürlich einfacher, wenn ihr direkt hier unter das Q&A-Video eure Fragen stellt. Und die zweite Sache, ein bisschen Werbung in eigener Sache, dafür mache ich ja auch YouTube, um mich selber zu bewerben. Es geht auf den Sommer zu. Schon heute schöne Temperaturen. Ich hoffe bei euch auch, wo auch immer ihr lebt. Deswegen, wer jetzt noch in Strandfigur kommen möchte, die Zeit wird knapp, aber noch geht es. Und gegebenenfalls kann ich dir helfen, dein Ziel zu erreichen, besser in Form zu kommen. Also, wer Lust hat, mit mir zusammenarbeiten möchte, gerne zu mir ins Coaching. So, das war es jetzt mit der Werbung. Und wir starten mal mit der ersten Frage. Was sagst du zu Tims Wettkampfplänen in den USA? Wie siehst du seine Chancen? Ich glaube, New York ist der erste, ne? Tim macht New York mit und ich war ja auch schon mal mit dem Tim in New York, als er da gestartet ist. Er hatte die letzte Wettkampfsaison in Europa gemacht und das war jetzt auch nicht so zielführend. Er hat sich gut platziert, aber konnte sich nicht qualifizieren für den Mr. Olympia. Ich finde es daher gar nicht verkehrt, in die USA zu gehen. Und so eine USA-Reise macht halt viel Spaß. Und wenn ich mich an die Zeit erinnere, als ich mit Tim in den USA war, das war ja mega erfolgreich. New York hat er super abgeschnitten. Und dann ein paar Wochen später in Los Angeles hat er sogar einen zweiten Platz gemacht. Ist da knapp vorbei an der Olympia-Quali. Und ich denke, es ist jetzt in den USA nicht viel schwerer für ihn als in Europa. Ich denke auch, dass er in den USA einen Wettkampf gewinnen kann. New York wird schwer. Da macht natürlich Nick Walker mit. Echt? Ja. Den würde er nicht schlagen. Der müsste schon extrem die Form verkacken. Aber New York ist auf alle Fälle ein Wettkampf, wo du dich präsentieren kannst, wo du schon mal die Kampfrichter auf dich aufmerksam machen kannst. Und wenn ich dann danach einen guten Wettkampf finde, wo vielleicht nicht die allerbesten Starter sind, also damit meine ich die Olympiateilnehmer, die Top 10 bei der Olympia, dann kann der Tim auch einen Wettkampf in den USA gewinnen. Und natürlich drücke ich ihm dafür die Daumen. Ein bisschen Glück gehört dazu, immer so ein bisschen abhängig vom Teilnehmerfeld, aber er wird die Form bringen, davon bin ich überzeugt. Und wenn er dann den Geschmack der Kampfrichter trifft, dann, wie gesagt, kann er auch in den USA einen Wettkampf gewinnen. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Was war dein persönliches Highlight auf der FIBO? Mein persönliches Highlight auf der FIBO? Puh. Also ganz ehrlich, ich bin ja jetzt schon oft auf der FIBO gewesen. Und klar, ich kenne die ganzen Bodybuilder und logisch freut man sich darüber, wenn Jay Cutler an den Stand kommt, einen begrüßt, mal ein bisschen Smalltalk machen kann. Aber mein persönliches Highlight sind immer noch die FIBO-Besucher, die zu uns an den Stand kommen, die sich immer noch für mich interessieren, die sich darüber freuen, wenn sie mal ein Foto mit mir machen. Ich
finde, das ist eine große Ehre für mich. Und diese Freundlichkeit, diese Menschlichkeit, die dir da entgegenkommt, das ist für mich der absolute Highlight auf der FIBO. Es kommt keiner so wie bei Instagram oder YouTube, der dir ans Bein pinkelt und so, Botthoff, du Arsch oder so. Sondern die kommen wirklich alle zu dir an den Stand, freuen sich, sind freundlich, sind ja einfach das, was man an Menschen liebt, diese Menschlichkeit, diese Freundlichkeit. Das war für mich der absolute Highlight, dass es in diesem Jahr wieder so war. Ich denke dann immer, boah, warum gehst du auf die FIBO, interessiert doch eh keinen. Nö, es ist dann tatsächlich so, dass von Donnerstag bis Sonntag immer wieder Menschen zu dir kommen, sich freuen, mit dir ein Foto zu machen, Autogramm wollen. Und klar, natürlich ist es nicht mehr so wie vor 10, 12 Jahren, als ich noch der Ochse war und dann den ganzen Tag gepostet habe. Aber es sind immer noch welche da und das freut mich. Das war mein Highlight auch bei dieser FIBO wieder. Also vielen Dank dafür, vielen Dank für den Support und vielen Dank für die lieben, freundlichen, netten Worte, die man mal so auf die Schnelle wechseln konnte. Grüße Matze, meinst du, man könnte mehr Erfolg haben, wenn man Whey-Protein nutzt als Ergänzung oder nur natürliche Lebensmittel? Also erstmal, Whey-Protein ist natürlich mittlerweile so ein Standardprodukt, was jeder bei sich im Schrank findet. Und ich finde es auch sinnvoll, seine Nahrung mit ein bisschen Whey-Protein zu ergänzen. Muss ich das machen? Nein, ich kann auch genauso gut meinen Proteinbedarf mit natürlichen Lebensmitteln, wobei Whey-Protein ist auch ein natürliches Lebensmittel. Was rede ich da? Also Whey ist eigentlich ein natürliches Lebensmittel. Aber sagen wir mal so, man kann seinen Proteinbedarf ohne dieses Supplement, ohne Whey-Protein natürlich abdecken. Mit Fleisch, Fisch, Eier, magere Milchprodukte ist es bei unserer Ernährung überhaupt kein Problem und die meisten schaffen das auch relativ entspannt. Es ist dann nicht besser, wenn ich das Fleisch austausche und meine, ich mache da jetzt was besser, wenn ich ein Whey-Protein trinke. Ein Vorteil, den das Whey-Protein hat, es ist halt leicht verdaulich und ich kann es halt überall, wo ich mal gerade unterwegs bin, ziemlich entspannt zu mir nehmen. Bei einem Fleisch brauche ich wieder die Zubereitung und ne, ihr wisst, was ich meine. Der einzige Zeitpunkt, wo das Whey-Protein anderen Lebensmitteln überlegen sein könnte oder überlegen ist, ist direkt nach dem Training. Wenn ich eine schnell verfügbare Proteinquelle brauche, da würde ich halt nach dem Training das Whey-Protein immer bevorzugen, weil der Körper halt einfach das Eiweiß, die Aminosäuren schnell aufnehmen kann. Aber ansonsten ist es relativ egal, ob du eine Mahlzeit mit Whey-Protein machst oder mit irgendeinem anderen Lebensmittel, wo Protein drin enthalten ist. Wobei ich da auch wieder eher ein Fan bin von tierischen Proteinen. So die veganen Sachen bin ich nicht so der Fan von. Funktioniert aber auch. Was die Qualität vom Eiweiß betrifft, bin ich aber da, wie gesagt, ein Fan von tierischem Eiweiß. Aber ansonsten, wie gesagt, für einen Otto-Normalverbraucher geht das in jeglicher Form. Und dann habe ich eigentlich keinen großen Vorteil, wenn ich jetzt mein ganzes Protein mit Whey-Protein abdecken würde. Das würde ich nicht machen. Und ich würde auch immer versuchen, die Proteinquellen zu mischen. Ich würde mich jetzt nicht auf eine einzige Proteinquelle festlegen, sondern ich würde da versuchen, unterschiedliche Produkte zu mir zu nehmen. Oder ich mache es zumindest so und das wäre auch meine Empfehlung. Legt euch da nicht auf eine Proteinquelle fest. Ich sehe immer mehr Leute, die beim Bankdrücken ein extremes Hohlkreuz machen. Wie machst du denn Bankdrücken? Das ist irgendwie so in Mode gekommen, dass viele ihr Bankdrücken machen, so im Kraftbankdrück-Style, so ne? Hohlkreuz und dann die Füße so. Und nee, ich habe das nie gemacht, weil für mich war das Gewicht ja nur Mittel zum Zweck. Mir war es ja letztendlich egal, ich wollte ja keinen Bankdrück-Wettbewerb gewinnen, sondern ich wollte mir das Gewicht ja nicht durch diese Brücke leichter machen, sondern ich wollte ja das schwere Gewicht, die schwere Belastung auf meiner Brustmuskulatur haben. Deswegen, ich habe das nie so gemacht. Ich habe ganz normal auf der Bank gelegen. Ich habe mich da auch nicht krumm gemacht oder habe auch nicht die Energie aus dem Boden geholt. Ich habe ganz normal klassisches Bankdrücken gemacht. Natürlich schon darauf geachtet, dass die Ellenbogen in der richtigen Position sind, dass ich das Gewicht sauber absenke und dementsprechend rausdrücke. Aber dieses extreme Hohlkreuz, das habe ich eher vermieden. Das war bei mir wirklich nur ganz leicht, dass ich halt eine stabile Position habe. Aber ansonsten
habe ich das nicht gemacht. Für einen Bodybuilder bezüglich Muskelaufbau halte ich es auch nicht für sinnvoll. Wenn einer irgendwelche Bankdrückrekorde brechen will, ja, dann ist das mit Sicherheit die Technik Nummer eins. Aber für Muskelaufbau eher uninteressant. Wie kann es sein, dass sich dein Security-Freund sich beide Oberschenkel abgerissen hat? Ja, erstmal vorab liebe Grüße an meinen guten Freund Markus. Der ist mittlerweile operiert. Es geht ihm auch gut. Wir haben auch miteinander telefoniert. Es ist alles gut verlaufen. Auch hier an der Stelle nochmal fettes Dankeschön an den Dr. Ritsch aus Rosenheim. Wie kann sowas passieren? Also zu 100% weiß ich es natürlich auch nicht. Aber was ich halt weiß, mir haben auch die Beine wehgetan, die Knie haben mir wehgetan, die Füße haben mir wehgetan. Und bei Markus war es natürlich genauso. Dann waren wir natürlich 4 Tage auf den Beinen. Wir haben wenig geschlafen, wir haben sehr wenig gegessen. Meistens nur 2 Mahlzeiten am Tag, zwischendurch mal ein Snack, also wirklich nur Frühstück, Abendessen. Und dann zwischendurch haben wir so eine Tütensuppe oder mal einen Riegel gegessen, also nichts Richtiges. Und dann, was noch viel schlimmer ist, der hat halt auch wenig getrunken. Ich habe den so wenig trinken sehen, der hat den ganzen Tag geschwitzt. Und dann kann es natürlich sein, wenn man da dehydriert ist, wenig Mineralstoffe im Körper hat, die Beine müde sind, die Muskulatur müde ist, dass wenn man dann einen falschen Schritt macht, das Ding einem abreißt. Und in dem Moment, wo die eine Seite abgerissen ist, kommt ja dieser kleine Moment, wo der andere Oberschenkel den ganzen Körper das Gewicht abfangen muss. Und er wiegt ja um die 125 Kilo. Und dann kommt in diesem einen Moment, wow, die volle Kraft zu 100% auf den anderen Oberschenkel. Und dann hat es den wahrscheinlich in dem Moment auch zerfetzt. Also ich denke, es war eine Übermüdung und ja, einfach dehydriert, die Muskulatur verkrampft, hart und dann hat es ihn zerrissen. Vielleicht waren auch schon kleine Verletzungen vorher in der Muskulatur, habe ich jetzt aber mit ihm nicht drüber gesprochen. War mir auch nichts bekannt, hat er nichts zu gesagt. Deswegen schiebe ich das einfach auf das wenige Trinken und die extreme Ermüdung, weil er hat wirklich 4 Tage hardcore gearbeitet, wenig geschlafen. Ja, da kann es passieren. Okay, 4 Tage ist nicht ganz richtig. Der 4. Tag war ein halber Tag. Danach hat er sich ja hingelegt. Wenn ich abends trainiere, habe ich Probleme mit dem Schlaf. Was denkst du, ist die beste Trainingszeit für mich? Also die Trainingszeit, wann du dein Training machst, sollte immer den persönlichen Lebensumständen angepasst sein. Ich glaube nicht, dass es eine bessere oder eine schlechtere Zeit gibt. Viele schwören darauf und sagen, ja, mein Rhythmus, bla bla bla, ich kann vormittags am besten trainieren. Ich kenne aber auch viele Bodybuilder, die sagen, ich habe vormittags noch nicht genügend Mahlzeiten gegessen, ich habe da nicht die Energie, ich trainiere lieber abends oder nachmittags. Für mich persönlich ist es auch so, dass ich am besten am Abend trainieren kann. Da merke ich schon Unterschiede zwischen Vormittag und Abend. Aber ich denke, das ist auch ganz einfach so, weil ich das über viele Jahre hinweg so gemacht habe. Genauso viele Sportler kenne ich, die sagen, boah, ich kann abends gar nicht trainieren. Bei mir ist für mich am besten am Vormittag. Also auch hier in der Praxis zeigt sich, dass die Lebensumstände entscheidend sind und natürlich, was ich für eine Routine habe. Wenn es bei dir jetzt wirklich so sein sollte, dass du am Abend nach dem Training Probleme hast mit dem Einschlafen, und das höre ich auch ganz oft bei mir im Coaching, dann macht es natürlich Sinn, das Training früher zu absolvieren, also nicht so spät zu trainieren. Und es macht natürlich Sinn, auch solche Sachen, die dich aufpushen, wie irgend so ein Booster, der auf die Birne schlägt. Da meine ich jetzt nicht so einen Pump-Booster, der die Gefäße erweitert mit Arginin oder sowas, sondern all die Sachen, die sehr viel Koffein haben oder andere aufputschende Sachen, die würde ich halt dann natürlich weglassen, weil das kann dich auch dazu führen, dass du nach dem Training noch zu sehr aufgepusht bist. Und dann muss man halt schauen, gibt es vielleicht noch andere Komponenten, die ich verbessern kann, dass ich nach dem Training oder am Abend besser in den Schlaf komme? Macht man sich vielleicht noch viel Stress, weil man so viel aufs Handy guckt? Isst man vielleicht irgendwelche Dinge, die zu schwer im Magen liegen? Sind da irgendwelche Faktoren noch, die danach noch dazu führen, dass ich nach dem Training schlechter schlafe? Für mich ist es kein Problem. Ich kann schwer trainieren, ich kann danach essen und ich schlafe wie ein Baby. Das funktioniert gut. Aber ich kann mich auch an Tage erinnern, als ich wirklich extrem trainiert habe. Und da meine ich ein extrem schweres Beintraining, wo ich wirklich mich richtig fertig gemacht habe, vielleicht auch ein bisschen übertrieben habe. Da habe ich dann auch schon Abende gehabt,
wo ich gemerkt habe, dass mein Nervensystem irgendwie nicht zur Ruhe kommt. Da bin ich ganz ehrlich, da dachte ich auch, heute hast du es übertrieben. War das jetzt so notwendig, sich so zu zerstören? Und da habe ich auch schlechter in den Schlaf gefunden und auch schlechter geschlafen. Also so Tage gibt's. Wenn das der Fall sein sollte, gibt es natürlich wirklich nur die Möglichkeit, dass man das Training früher ansetzt. Ich esse abends immer 150 Gramm Magerquark mit Früchten. Ist das gut oder eher schlecht? Also 150 Gramm Magerquark, das ist ja eine Kinderportion. Das isst ja meine Tochter abends. Und die paar Früchte machen natürlich auch nichts. Also klar, kein Problem. Das können auch 500 Gramm Magerquark sein. Wer gerne vor dem Schlafen oder am Abend noch mal eine Mahlzeit zu sich nehmen möchte, der nutzt gerne die Proteinquelle Magerquark oder auch so ein Skia, weil es ein gutes Protein ist, ein günstiges Protein, Casein-Eiweiß, was auch ein bisschen langsamer verdaut wird. Und selbstverständlich kann ich da auch ein paar Beeren oder ein bisschen Obst dran machen. Viele haben dann Angst vor dem Obst, ja, vorm Schlafengehen nochmal Kohlenhydrate und Zucker. Das wird aber überbewertet. Entscheidend ist die Gesamtmenge an Kalorien, die du zu dir nimmst und nicht die Menge an Kalorien, die du zu dir nimmst, kurz bevor du schlafen gehst. Und wenn da ein paar Beeren drin sind, dann machen die paar Kohlenhydrate absolut nichts aus. Also gerne, wer möchte, als letzte Mahlzeit am Abend so einen Quark mit ein bisschen Obst zu sich nehmen. Sollte man die Proteinzufuhr auf die fettfreie Körpermasse berechnen? Macht durchaus Sinn, aber in der Praxis halt ein bisschen schwierig. Man müsste ja erstmal ermitteln, was ist meine fettfreie Körpermasse. Also ich wüsste es jetzt nicht genau bei mir und wie gesagt, es lässt sich auch nicht so einfach ermitteln. Deswegen nimmt man das normale Körpergewicht und muss dann halt die Proteinzufuhr also ein klein bisschen unter Umständen nach unten korrigieren. Wenn ich halt ein Mensch bin, der sehr fett ist, wo ich halt wirklich viel Körpermasse mit mir rumschlage, der muss natürlich nicht diese extrem hohen Proteinmengen zu sich nehmen. Ich habe auch bei mir im Coaching Menschen, die über 140, 150, manche sogar 180 Kilo wiegen und denen kann ich natürlich in der Diät keine 3 Gramm Eiweiß geben. Das wäre komplett unrealistisch. Also da versuche ich dann schon nachzuvollziehen, wie schwer wäre der im Normalfall, wenn er jetzt nicht so extrem übergewichtig wäre und passe natürlich dann die Kalorienzufuhr und die Proteinzufuhr dementsprechend an. Also unter Umständen kann es wirklich so sein, dass wenn du sehr schwer bist, sehr übergewichtig bist, dass du dann die Proteinzufuhr eher nach unten etwas anpassen solltest. Nächste Frage, könntest du sagen, wie viele Kalorien man beim Krafttraining ungefähr verbrennt? Nee, kann ich eigentlich nicht sagen, denn Intensität, Belastung, Kalorienverbrauch ist ja sehr unterschiedlich. Je muskulöser du bist, je intensiver du trainierst, desto höher wird auch der Kalorienverbrauch sein. Oftmals wird der Kalorienverbrauch beim Krafttraining überschätzt. Manche denken da immer, sie würden extrem viele Kalorien verbrennen, extrem viele Kohlenhydrate und dann wird während dem Training werden noch Kohlenhydrate nachgeschüttet. Aber Fakt ist, schaut man sich mal so ein Krafttraining an, wie viel bin ich da wirklich aktiv und wie viel von dem Training mache ich Pause? So ein normaler Satz dauert 30, 40 Sekunden und dann kommen schon wieder 1, 2, manchmal sogar 3 Minuten Pause. Also da ist insgesamt eigentlich relativ wenig Aktivität. Das heißt, der Kalorienverbrauch während dem Krafttraining ist gar nicht so hoch. In der Stunde bewegen wir uns da irgendwo zwischen 300, 400 und 600 Kalorien maximal. Ich denke nicht, dass das mehr sein wird. Und ja, wird der eine oder andere jetzt aufschreien und auf seine Uhr gucken und sagen, boah, nein, meine Uhr sagt das und das. Ich weiß nicht, ob die Angaben immer stimmen. Also in der Praxis hat sich bei mir, bei meinen Sportlern eher gezeigt, dass das meistens etwas zu hoch war. Muss man sich dann aber im Einzelfall anschauen. Ich denke, es ist relativ schwer zu sagen, weil auch das Training einfach zu unterschiedlich ist. Manche geben halt richtig Vollgas. Da kann ich mir schon vorstellen, dass der Kalorienverbrauch natürlich dementsprechend hochgeht. Und wenn ich so andere sehe, boah, ne? Ohne das böse zu meinen, so eine Hausfrau, die da am Trainieren ist, wenn die 300 Kalorien, 400 Kalorien zusätzlich in einer Stunde verbrennt, dann kann es da genauso gut hinkommen. Kommen wir zu einer etwas längeren Frage. Hallo Matze, ich habe von Markus ein sehr informatives Video gefunden zum Thema Kohlenhydrate. Habe aber eine Frage zu dem Thema und zum Bauchfett, das ich gerne reduzieren möchte.
Ich esse zum Frühstück immer eine Handvoll Reis, vermischt mit 2 Rühreiern und starte im Anschluss das Training. Danach um ca. 10.30 Uhr trinke ich ein Rüths Bestes Whey Protein Isolat. Um 12 Uhr dann Mittagessen. Das mache ich jetzt seit 2 Wochen so. Wäre es in meinem Fall vielleicht besser, auf nüchternen Magen zu trainieren und dann erst zu frühstücken, oder ist das auch in Ordnung? Liebe Grüße, Max. Also prinzipiell gibt es keinen Grund, auf nüchternen Magen zu trainieren. Ich würde immer vorher frühstücken. Selbst wenn ich auf Diät bin, würde ich vor dem Training immer frühstücken. Wenn es die Lebensumstände nicht anders erlauben und man hat die Zeit nicht, wobei ne, Zeit ist immer relativ, aber man kann nicht, will nicht frühstücken vor dem Krafttraining, dann wäre meine Empfehlung, zumindest ein paar Aminosäuren oder ein bisschen Whey-Protein zu sich zu nehmen. Komplett nüchtern Training halte ich für nicht sinnvoll. Deswegen morgens zu frühstücken, ein paar Kohlenhydrate zu essen, ein bisschen Ei dazu zu essen, finde ich gut. Würde ich auch so beibehalten. Und am Ende des Tages ist es ja entscheidend, welche Gesamtkalorienmenge du zu dir nimmst und nicht, wann du die Mahlzeiten zu dir nimmst. Also es verbessert sich jetzt nichts, wenn du nüchtern trainierst. Entscheidend sind die Gesamtkalorien, die du am Tag, den gesamten Tag zu dir nimmst. Bist du da im Kaloriendefizit, wirst du Gewicht verlieren und dann wird deine Diät auch erfolgreich sein. Wo immer ein Problem sein könnte, wenn ich zu wenig esse oder auch nüchtern trainiere, dass ich irgendwann vielleicht Risiko laufe, auch Muskulatur zu verlieren, dass da zu wenig Energie ist für den Körper, dass er dann vielleicht doch ein bisschen Muskulatur verbrennt, dass ich keine richtige Leistung im Training bringen kann. Das sind alles Faktoren, die muss man so ein bisschen abwägen. Dann auch hier wieder der Klassiker, Lebensumstände anschauen. Wie kann ich mich organisieren? Aber im Normalfall wäre meine Empfehlung immer, Mahlzeiten regelmäßig zu sich zu nehmen, auf die Lebensmittel achten, Proteingehalt und so weiter und nicht nüchtern trainieren. Also zumindest was Krafttraining betrifft, würde ich nicht nüchtern machen. Cardiotraining, ja, kann man mal nüchtern machen, habe ich auch sehr oft gemacht, habe dann danach gefrühstückt, das ist jetzt auch kein Problem, das ist kein Drama. Aber wie gesagt, oder vielleicht nochmal darauf, nüchtern ist ja eigentlich falsch gesagt. Nüchtern würde ja wirklich bedeuten, dass ich mein Training gemacht hätte, auch mein Cardiotraining, ohne irgendwas, Glas Wasser von mir aus. Aber in dem Moment, wo ich Aminosäuren zu mir nehme oder Whey-Protein, bin ich ja nicht mehr nüchtern. Also habe ich eigentlich eben eine falsche Aussage getroffen. Denn ich habe dann, wenn ich mein Cardiotraining gemacht habe, zumindest Aminosäuren vorher genommen, habe dann mein Cardiotraining gemacht und dann mein Frühstück. Also habe ich nie nüchtern Cardiotraining gemacht. Das nochmal zur Korrektur. So ist es besser und brauchst jetzt nicht rausschneiden. Lass mal drin im Video. Aber ansonsten hätte ich jetzt komplett nüchtern, glaube ich, mein Training nie gemacht. Zu riskant gewesen da als Bodybuilder, vielleicht doch noch ein bisschen Muskulatur zu verlieren. Das waren schon alle Fragen. Oh, es ging ja schnell. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Und wenn ihr Fragen habt, dann wie anfangs schon gesagt, gerne unten in die Kommentare schreiben, ein Like da lassen, Kanal abonnieren, was auch immer. Alles, was weiterhilft für den Algorithmus, ist hier herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.